Guten Morgen, Grexy People. Wo auch immer ihr gerade seid, im Auto, am Weg zur Arbeit, mit dem Hund spazieren oder ihr kommt gerade zu einer Trainingseinheit. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt und bei uns reinhört. Wir freuen uns immer über Wünsche, Anregungen und Beschwerden. Und viel wichtiger noch, unsere Mission ist es, unseren besten Content for free rauszugeben. Das heißt, schaut unsere YouTube-Kanäle an. Wir haben wirklich coole Playlists zusammengestellt mit Workouts, Daily Challenges, um mal auszuprobieren, ob das überhaupt was ist, was wir da so machen. Vielen Dank fürs Reinhören. Es würde uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns eine Review hinterlässt oder einfach ein paar nette Worte. Schönen Tag. Was bleibt, sind Geschichten und Erlebnisse. Was heißt das? Oder was heißt das für mich? Keiner kann sich in 20 Jahren erinnern, wie seine Backsquat Progression im Jahr 2021 zwischen März und April oder März und Mai ausgeschaut hat. Woran man sich erinnern kann, sind die Trainingserlebnisse, sind die Sachen, die gut gelaufen sind, die Sachen, die nicht gut gelaufen sind. Was bedeutet das für uns im Training? Es geht immer um die Geschichten. Es gehören auch mehr Geschichten erzählt. Man muss sich bildlich etwas vorstellen können. Ganz egal, ob das was ist, technisch zu lernen, ob das ein Hinge ist, den ich lernen möchte, oder was mir durch den Kopf geht, wenn ich irgendwie einen schweren Sandsack aufheben will. So lernen wir. Und das bleibt auch hängen. Es ist nicht auswendig lernen, welche 5 bis 23 Cues für einen Backsquat wichtig sind und dann ein irrsinnig gutes Gefühl dabei haben, wenn ich das aufzählen kann. Und überraschenderweise sich dann nichts an meinem Backsquat ändert, ab dem Zeitpunkt, wo es da mal wirklich anstrengend wird oder wo es wirklich darum geht, dass man versteht, was da passiert. Der Unterschied zwischen Verstehen und Wissen sind Geschichten. Das heißt, eigentlich sind wir so ein bisschen Geschichtenerzähler. Und der Moment, wenn dann dieser Augenblick kommt, wenn der oder die gegenüber mir beginnt zu verstehen, so, oh, so muss ich das anfühlen und nicht, die 3 Dinge kann ich abhaken und dann funktioniert es. Dafür mache ich das. Das ist Gold wert. Grexies und alle, die noch Grexier werden wollen. Vielen Dank fürs Reinhören. Es war ein Volksfest. Ich hoffe, wir haben euch eine kleine Gedankenjause für den heutigen Tag mitgeben können. Wir würden uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr uns eine nette Bewertung da lasst oder einfach auch einen netten Kommentar oder uns eine Frage schickt. Wie immer an greg@gregstream.com. Hier einfach reinsteigen auf allen Social Media Kanälen oder mir direkt schicken. 0664 84 85 928. Wir haben richtig geilen Gratis-Scheiß, der richtig gut funktioniert da draußen. Get Grexy Challenge für 2 Wochen ausprobieren, YouTube-Playlist durchschauen. Ich wünsche euch was. Let's get Grexy.